Hi ho, willkommen zurück hier bei Monster Hunter World für die PlayStation 4. Beim letzten Mal haben wir gegen Dodogama gekämpft und nebenbei noch eine gigantische Spur gesammelt, beziehungsweise hinterher. Und nun haben wir die glorreiche Aufgabe, erstmal mit der Wildexpertin zu reden. Und anschließend denke ich mir, den der Gigante besiegen halt, ne? Erstmal hingehen. Hallo sagen. So, ich kaufe mal ganz kurz Beschichtung noch schnell ein, bevor wir zur Wildexpertin gehen. Denn dann haben wir schon mal alles hier im Inventar. So. Dann schnell in den Fahrstuhl. Oder Aufzug zur Kantine. Und da sitzt sie doch schon. Die nette Wildexpertin. So, dann warten wir kurz noch auf Claire. Und dann reden wir gleich mal mit der guten Dame. Mal sehen, was die so zu berichten hat. Hey, Partner. Sie sagt, der Kommandant hat uns offiziell grünes Licht gegeben, den Nährgigante zu erforschen. Und jetzt sind wir mit neuen Informationen bewaffnet. Der Nährgigante ist ein Drachenältester, der andere Drachenälteste frisst. Wow, und ich dachte, mein Appetit wäre verrückt. Ja, genau das. Jedenfalls wissen wir jetzt, warum der Nährgigante nur während der Ältestenwanderung erscheint. Weil für den Nährgigante eine Ältestenwanderung ein endloses Buffet ist. Ein Buffet, bei dem er sich richtig viel Energie holen kann. Die Sache ist, der Nährgigante hat die Chance auf seine Hauptmahlzeit verpasst, als wir den Sora Magdaros aufs Meer hinausgelockt haben. Also ist er zur Heimat der Ältesten aufgebrochen, um andere Drachenälteste zu finden, über die er sich hermachen kann. Das würde erklären, warum alle Drachenältesten so aufgebracht sind. Der Admiral wartet jedenfalls vor Ort. Wir sollten zu ihm gehen. Genau, und ich denke mal, dass das schon wieder so eine Quest ist. Mit Sequenz, ne? Genau. Eine Aufgabe, bei der wir wieder nur sequenztechnisch wieder für sich erstmal reingehen muss, oder? Ich guck mal kurz nach. Ja, 1 von 1. Gut, das heißt, wenn der Kampf dann richtig beginnt und so, werden wir uns auf jeden Fall bei Claire dann wieder sehen. Denn ich werde dann bei ihr, so gesehen. Dann mehr beitreten, ne, damit wir dann mit Claire zusammen der Gigante fertig machen und ihr werdet das gar nicht bemerken. Für euch ist das alles so Zauberei. Na gut. Ich muss kurz warten, bei mir ist noch die Vorbereitung grau. So, jetzt. Jetzt hat es gebimmelt. Und Claire hat auch eine Quest bekannt gemacht. Dann warten wir kurz. Bis auch Claire soweit ist, damit wir wieder gleichzeitig aufbrechen können, ne? Muss ja auch hier alles seinen Gang gehen. In der Zeit kann ich ja schon mal, weil mich das ein bisschen... Also nicht stört, aber es ist jetzt lang genug lustig gewesen... Ich blende mal wieder meinen Helm aus. Die Captain Iglo Mütze. Der Captain Iglo war jetzt schon die ganzen anderen Male hier zugange. Jetzt sind wir erstmal wieder normal, ne? So, ein bisschen Spannung aufbauen hier. Währenddessen kann ich ja schon mal den Bogen wechseln. So, Claire ist soweit. Ich wechsle ganz schnell den Bogen und dann können wir... So, okay. Dann drücke ich jetzt auf Aufbrechen. Möchtest du zu dieser Quest aufbrechen? Und ich drücke jetzt dann Ja. Und dann schauen wir mal, was nach diesem Ladebildschirm... für eine Sequenz kommt. Ob eine Sequenz kommt oder ob wir selber erst... den Nährgigante suchen müssen. Okay, es geht einfach ganz normal los. Der Nährgigante. Der einzige, der den Sora Magdaros noch dringender finden wollte als wir. Ah, ihr habt es geschafft. Und auch noch pünktlich. Das gefällt mir.
Wie sagt er immer dasselbe? Der Admiral mit dem A, ihr habt es geschafft und auch pünktlich, das gefällt mir. Also, ich folge gerade den Spuren. Ich denke mal, gleich kommt wieder eine Sequenz. Aber erstmal gucken. So, gerade hier beim Nährgigante angekommen, leider ein bisschen zu spät, denn Claire ist gerade leider gestorben, da habe ich wohl zu lang gebraucht. Oh Mann, sorry dafür. Na gut, wir probieren einfach mal. Ist auch gar nicht so leicht, ja. Der klopsige Nährgigante, ich probier mal was. Und dazu bloß die Kristallexplosion. Sind die hier? Mal gucken, wo die rumliegen. Ja, ich finde nur Steine. Na egal, dann. LOL. Er ist einfach hochgehüpft und hat mich wegge... Okay. Muss man auch mal gesehen haben, damit man noch diese Gefahr abschätzen kann. Na gut. Hätte ich nicht gedacht. Dass ein Gigante so hoch hüpfen kann und dass mich das auch one-shottet. So, es hat mich jetzt auf beiden Wegen überrascht. Der Sprung und... dass so ein komischer Sprung einen tötet. Naja. Na gut. So ein bisschen warten. So. Gelähmt den netten Herren. Wieder richtig positionieren hier. Aua. Okay, tut ein bisschen weh, zwiebelt ein bisschen seine ganzen Attacken.
Ich probiere mal was. Zack. Genau, erwischt. Dafür können wir halt die Kristallexplosion nehmen. Das wollte ich eigentlich beim letzten Mal schon zeigen, aber das Dodogama war dafür zu klein. Deswegen halt dann jetzt beim Nergigante eben. Oh, es bewegt sich gerade nicht perfekt. Es hängt gerade ein bisschen durch. Genau, und dann bin ich tot jetzt, ne, oder? Nee, zum Glück nicht. Nicht aufpassen irgendwie. Benimmt es sich ganz, ganz seltsam. Und nochmal, zack. Wir nutzen halt, ne, die ganzen Umgebungsdinger hier aus. So. Ganz schön heavy. Wo rennt es denn jetzt hin? Das ist da oben, okay. Ich weiß nicht, ob ich da hinterher möchte. Ich habe Angst, dass es mich jetzt umläuft, sobald ich hier hochkletter. Ja, genau das. LOL. LOL. Interessant. Jetzt bleibt es da unten oder was? Ne, es fliegt hoch. Der Gigante. Ja, das war's. Die Attacke von der Gigante ist am schlimmsten, halt wenn er so hoch fliegt, einem Visier hat und dann so abstürzt. Da braucht man echt viel, viel Platz. Eine ganz, ganz große Fläche, um weitestgehend zur Seite auszuweichen. Ich habe es gerade probiert, aber hat halt nicht gereicht. Ist halt schwierig, aber ich glaube, hier würde mir auch keine größere, also keine bessere Rüstung helfen. Denn der Gigante one-shottet so oder so mit der Attacke. Also da ist es halt nicht jeden, ne? Das ist klar, wenn man eine hohe Verteidigung hat, dann nicht. Aber ich als Fernkämpfer mit keiner physischen Bonus-Verteidigung so gesehen, hab da keine Chance. Das könnte mich vielleicht mit bestimmten Rüstungen, könnte es mich vielleicht vom One-Shot bewahren, aber ich würde es nicht heraufbeschwören. Also ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen und sagen, yo, dem kann man auch entkommen. Also, dass es mich mit dieser Rüstung one-shottet, ist, sag ich mal, normal. Okay, ich nehme hier wieder ein Dingens mit. Alles wieder ein bisschen auffrischen. Wir haben hier, also ich habe zumindest hier gerade bei der Ressourcenzentrale noch einen Text von den Leuten. Und Claire schrieb auch gerade, wir schaffen der Gigante jetzt nicht zeitlich nochmal. Da müssen wir uns jetzt was überlegen, was wir halt jetzt reinballern hier noch. Und ich weiß gerade nicht, ob Claire auch den Text hat bei der Ressourcenzentrale. Da habe ich halt quasi eine Quest. Genauso wie bei der Schmiede dann auch. Na gut, schauen wir uns das mal an.
Ha, meinst du, du könntest einem alten Mann bei seinem Problem helfen? Das Lager der Kantine sieht wahrhaft karg aus und ein leeres Lager bedeutet leere Mägen. Unser guter Chefkoch sieht bedröppelter als ein Abtonnert auf offener See aus. Ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Darum brauche ich jemanden, der mir aushilft. Ich schreibe deine Lieferanfrage aus. Erweise mir die Ehre. Okay. Ich gucke mal ganz kurz nach, was wir brauchen. Für das neue Lager. Was wir beim letzten Mal entdeckt haben. Hatte mich erstmal 5000 Rüstkugeln bekommen. Lieferung. Uralter Wald, das ist nicht die Heimat der Ältesten. Barnos Lederhaut Plus, okay. Na gut, dann gehen wir mal schnell zur Schmiede. Denn da ist auch nochmal ein Ausrufezeichen. Bei der Ausrüstungsladenfrau. Und die sagt, hey, du bist genau der Jäger, den ich gesucht habe. Ich arbeite an einem neuen Spezialwerkzeug, aber ich brauche Hilfe bei den Materialien. Kann ich dich überreden, für die Quest gebündeltes Feuer zu melden? Ich habe das Versorgungslager gebeten, mir nach Abschluss der Quest zurückzulegen, was ich brauche. Kümmere dich bitte bei Gelegenheit darum. Okay, das wäre dann Lavasiot und Uragan. Okay, jetzt müssen wir überlegen, was können wir jetzt machen? Also die Zeit reicht auf jeden Fall nicht aus, um nochmal eine Gigante jetzt anzufangen. Das wird leider nicht funktionieren. Claire fragt, ob wir schon den neuen Raum haben. Ich glaube nicht. Könnt aber mal nachgucken. Ich gehe mal kurz in meinen Raum und schaue mal nach, ob wir wieder umziehen können. Auf jeden Fall hat er eine Quest, der Haushälter. Können wir gleich mal reinschauen, was der möchte. Und ansonsten können wir uns ja schon mal einen Plan machen, weil Claire das auch gerade mir geschrieben hatte, zum Schmied zu gehen und da ein bisschen zu schauen, was für Rüstungen und so uns jetzt vielleicht zur Verfügung stehen. Ein bisschen ausnutzen das jetzt noch, dass wir ein bisschen organisieren. So, aber erstmal muss ich wissen, ob Claire auch beim Haushälter steht. Oder selber gerade schon beim Schmied guckt. Okay, Claire hat noch einen Ladebalken zum Raum, dann warten wir noch ein bisschen. Okay, sie kann. Und der Haushälter sagt, wow, Miausta, gute Arbeit, wie du den Soramak daraus aufs Meer hinausgelockt hast. Wir sind uns einig, dass wir zumindest eine weitere Verbesserung der Unterkunft geben sollten. Du kannst jetzt den Privatraum nutzen, Miausta. Wähle unter Raumwechsel einfach Luxusraum aus und du landest in der besten Unterkunft, die es für Zenny gibt. Also doch, können wir mittlerweile doch den besseren Raum nehmen und dann nehmen wir mal den Luxusraum. Mal sehen, wie es da drin aussieht. Ja, da sieht man noch das Glasfenster da oben. Das, was wir immer im Ladebildschirm gesehen haben, das kommt nämlich, ja, quasi von diesem Raum. Ja, und die haben wir auch ein bisschen übertrieben, ne? Haben wir auch hier Felines, beziehungsweise Palikos, die ja Harfe spielen und so. So einen Teich haben wir hier auch. Können uns hier auch ausruhen, ne? Schön ans Wasser setzen. Uns alles hier ein bisschen angucken. Ja, ist auf jeden Fall ein schöner Raum. Ist auch der letzte, den man erstmal so gesehen haben kann. Ne? Es wird auch keinen besseren geben. Hier schlafen können wir hier, denke ich mal, auch hier ausruhen.
Oder setzt er sich irgendwie nur rauf, ne? Ganz, ganz komisch. Warum setzt man sich aufs Bett, wenn man sich auch reinlegen kann? Buch lesen. Möchtest du die Geschichte der Fünf lesen? Okay. Jetzt mal Nein gedrückt. Ich wusste gar nicht, dass man hier Buch lesen kann. Das ist sehr interessant. Bin mal verleitet, kurz mal reinzugucken. Ah, okay. Wollen wir das sonst mal lesen, Claire? Das Buch neben dem Bett? Okay. Dann lesen wir das mal. Also, die Geschichte der Fünf. Einst gab es eine Welt ohne Zeit. Eine Welt, die nur aus weißem Licht bestand, ausschließlich bewohnt von Menschen und fünf Drachen. In dieser Welt gab es nur die Ewigkeit und eine Sonne, die ohne Anfang oder Ende brannte. Und da es nur zeitlose Ewigkeit gab, ging nie etwas verloren, aber es wurde auch nie etwas geschaffen. Eines Tages begannen die Menschen, sich zu fragen, warum ihre Welt weder Anfang noch Ende hatte, und so fragten sie die Drachen. Auf diese Frage öffneten die Drachen ihre Mäuler, doch statt Wörtern floss Wasser aus ihnen heraus. Es ergoss sich in Strömen und erschuf den Himmel sowie die Ozeane, und die Drachen schwammen davon. Die Drachen schwammen zur Mitte des Ozeans und begannen dort mit ihrer Verwandlung in eine Insel. Ein Drache sank ins Meer und wurde zu Land. Ein Drache starrte gen Himmel und wurde zu den Bergen. Ein Drache bückte sich und wurde zu den Seen. Er verteilte seine Schuppen, die zu Regen wurden. Ein Drache fiel in einen tiefen Schlaf und wurde zu den Wäldern. Der letzte Drache stieg weit in den Himmel auf, um zu einem saphirblauen Stern zu werden, der hell über der Insel strahlte. Die Menschen konnten nicht verstehen, warum die Drachen weggegangen waren oder warum sie sich verwandelt hatten. Eines Tages machte sich ein einsamer Jugendlicher auf den Weg zur Insel, um Antworten von den Drachen zu bekommen. Er zog sich einen einfachen Umhang an, stieg in ein kleines Boot und kämpfte sich durch das trübe Meer. Schließlich erreichte er, vom Licht des Saphirsterns geleitet, die Insel der Fünf. Einige Zeit verging und der Jugendliche kehrte zurück. »Hast du mit den Drachen gesprochen?« fragten die Leute. »Ja, ich habe mit den Drachen gesprochen«, antwortete er. »Dann sag uns, warum haben sie die Insel erschaffen?« Aber der Jugendliche antwortete nicht. Stattdessen griff er in seinen Umhang und holte fünf Drachenschuppen hervor, die er den Menschen gab. Und dann, bevor es jemand bemerkte, verschwand der Jugendliche. Die Menschen verließen ihre weiße Welt und segelten über den Ozean. Sie nutzten die fünf Schuppen, um ihr eigenes Land, ihre eigenen Berge, ihre eigenen Seen und ihre eigenen Wälder zu erschaffen. Schließlich erschufen sie einen hellen Mond, damit der Saphirstern, der den Jugendlichen während seiner Reise zu den Drachen geleitet hatte, nicht länger allein am Himmel leuchten musste. Das Land wurde schließlich groß genug, um die Sonne zu verdunkeln, wodurch Tag und Nacht geschaffen wurden. Die Berge, Seen und Wälder atmeten zusammen, wodurch die Jahreszeiten geschaffen wurden. Der Mond warf sein Licht auf den Ozean, wodurch die Wellen geschaffen wurden. Und so wurde die Zeit geschaffen. Vom Strudel der Zeit mitgerissen, machten die Menschen erstmals Bekanntschaft mit dem Tod, aber auch mit dem Leben. Inzwischen sind unzählige Tage und unzählige Nächte vergangen, seit die Menschen begannen, auf den Ländern zu leben, die sie geschaffen hatten. Im Laufe der Zeit verloren die Menschen ihre Erinnerung an die fünf Drachen, selbst daran, wie die Zeit geschaffen wurde. Aber tief in ihren Herzen verblieb ein ruhiges Restwissen über die Insel der Fünf, den heiligsten Ort der Welt, der bis zum heutigen Tag mitten im Ozean schläft, unbewohnt von den Menschen und unverändert vom unbarmherzigen Fluss der Zeit. Ja. Das war ja mal interessant. Interessante Geschichtsstunde. Gut, dann gehe ich nochmal ganz schnell zum Schmiederino. Gucken wir nochmal ganz fix so im groben Überblick Rüstungsteile an. Und ja, dann können wir auch weitestgehend schon wieder diese Folge beenden. Und ja, war mal was Interessantes. Kannte ich selber noch nicht. Also mir war die Geschichte noch nicht so bekannt. Habe ich mir wohl damals nie durchgelesen. Aber ich habe auch das Buch da nicht gesehen. Also ich hätte nicht gedacht, dass man das Buch da lesen kann. Okay, schauen wir mal nach. Hochrangige Rüstung. Was haben wir denn hier so? Wir könnten hier so diesen Erntehelm bauen. Dann hätten wir Fokus wieder als Effekt.
Ich guck mal, was es noch so gibt an Helmen. Handwerk, Explosionsangriff, Ausweichdistanz. Ausweichdistanz war eigentlich gar nicht so schlecht, aber ist jetzt auch nicht... nicht wirklich nötig. Das wäre bloß für diesen Nergigante-Angriff, den wir gerade gesehen haben, ziemlich nützlich. So, windsicher, Gesundheitsboost. Ja gut, der Rest ist eigentlich... also an Helmen eher nicht so nützlich. Also entweder würde ich den Erntehelm hier nehmen. Da brauchen wir noch Monster-Hartknochen. Dann hätten wir wieder den Fokus hier. Ne, Fülltempo von Waffen mit Balken und Ladegeschwindigkeit von Waffen mit aufgeladenen Angriffen. Ja, jetzt gucken wir mal bei der Brust. Was gibt es denn bei der Brust? Schütterungswiderstand brauchen wir nicht. Donnerwiderstand auch nicht. Ohrstöpsel, sowas ist erstmal nicht wirklich notwendig, gerade mit Bogen. Kann man zwar nutzen, aber wenn es was Besseres gibt, würde ich auch was Besseres nehmen. So, Marathon, upsala, Marathonläufer war. Verlangsamt den Ausdauerverbrauch von Aktionen. Die Ausdauer verbrauchen, weiß nicht, ob das, ich glaube, das zählt damit rein. Genau, und Anja Nat, die Brust vom Alpha Anja Nat hat sogar Spezialmunitionsboost. Ne, was wir ja auch brauchen. Mit erhöht die Kraft der Spezialmunition. Das heißt auf jeden Fall, wir brauchen das Anja Nat Brustteil. Das hat Marathonläufer und Spezialmunitionsboost. Das ist auf jeden Fall in dem Sinne nicht schlecht. Das markiere ich mir mal gleich. Zack. Gleich mal auf die Wunschliste gepackt. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das hat schon zwei Effekte drin, die wir halt gebrauchen können. So, beim Rest gehe ich mal davon aus. Ja, da ist nicht so viel. So, Handschuhe. Was können wir denn für Handschuhe nehmen? Eine Superwaffe brauchen wir nicht, Bombardierer nicht. Windsicher ist auch egal. Giftangriff, Wasserangriff. Okay, da könnten wir das auch von Anja Nat nehmen. Da haben wir nämlich auch Spezialmunitionsboost und hätten dann das schon auf Level 2. Gucken wir ganz kurz weiter, was es noch gibt. Ja, oder Marathonläufer. Also von Barot die Handschuhe. Da müssen wir uns dann entscheiden. Ich guck mal kurz weiter durch. Lähmer, Erholgeschwindigkeit, okay. Ja, dann würde ich auch sagen Anja Nat. Nehmen wir die Anja Nat Handschuhe. So, Feuerangriff brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, würde ich die nehmen. So, die packe ich mir jetzt auch auf die Wunschliste. So, dann ist meine Wunschliste erstmal voll, aber ich will mir eh nur einen groben Überblick verschaffen hier. So, wie sieht es denn beim Tassé aus, also beim Hüftring? Konstitution, okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Windsicher, Kapazitätsboost war nicht für uns relevant. Das ist ja eher für Fiolen und Gewehrlanzen Gedöns, genau. Artillerie ist auch egal. Was hat Anja Nat denn? Da waren wir noch gar nicht. Anja Nat kommt noch. Okay, Eiswiderstand. Da Anja Nat hat Feuerwiderstand oder Artillerie. Artillerie ist ja auch für uns nicht relevant, ne? Für Bogen nicht. Nee. Patronen für Gewehrlanze, Detonationsmunition. Okay, was können wir noch nehmen? Blocken, Giftangriff. Ja, alles nicht so relevant für Bogen. Na, wir könnten hier entweder das mit Konstitution nehmen. Was macht Konstitution? Verringert den Ausdauerverbrauch beim Ausweichen und ähnlichen Aktionen. Kann man nehmen. Oder wir nehmen hier Ausdauererholung. Dass sie sich schneller erholt. Ja, da müssen wir halt gucken. Also Hüftring haben wir jetzt nichts Spezielles, was wir brauchen. Und jetzt gucken wir mal die Schuhe. Schwere Artillerie ist auch nicht wirklich nötig. Kapazitätsboost, wie gesagt, brauchen wir nicht. Okay, bei den Schuhen könnten wir die von Giratodos nehmen. Da hätten wir nämlich einmal Schuhe mit zwei Fokus. Dann könnten wir nämlich den Fokus auf Stufe 3 bringen durch den Helm und durch die Schuhe. Den merken wir uns schon mal vor. Gucken, was es noch gibt, was wir noch nehmen können. Was hat Anja Nat da? Anja Nat hat Artillerie. Genau, Artillerie ist ja für uns nicht relativ, also nicht von Nutzen. Spürhund und so. Kletterer. Okay, nee, dann habe ich mich entschieden. Dann werden wir bei den Schuhen die Giratodos Alpha-Schuhe nehmen.
Da haben wir gleich zwei Fokus mit drauf. Und beim Helm nehmen wir dann, wer hatte da Fokus? Den Erntehelm, ne? Das war der mit Fokus, genau. Dann haben wir da nämlich den Fokus plus 3. Also Stufe 3, erhöht Balkentempo um 20%, reduziert die Aufladezeiten um 20%. Das geht dann alles viel, viel schneller. Ja, und beim Tassé, gucke ich mal, nämlich glaube ich, dass wir von der Lederrüstung da mit Ausdauererholung. Ich glaube, was anderes kriegen wir nicht, ne? Genau, dann werden wir auch gleich die Folge beenden. Wir sind schon wieder ein bisschen drüber. Ich gucke nochmal ganz schnell durch. Kurzer kritischer Blick nochmal drüber setzen. Genau, da gibt es nichts Relevantes. Alles klar. Gut, dann weiß ich da schon mal Bescheid, was wir noch so machen können und bauen können. Und ich würde sagen, das war es jetzt erstmal wieder mit Monster Hunter World für dieses Mal. In der nächsten Folge werden wir dann mal sehen, ob wir nochmal eine Gigante probieren. Oder sammeln, keine Ahnung. Bis dann. Tüdelü.